Ah, dieser Ausblick ist ja nicht schön. Tatsächlich, guckt mal. Meine Güte. Willkommen zurück zu Mirrodin Dynasty. Hä? Mann, die machen echt komische Geräusche, die Hasen, oder? Guck mal, die aussehen. So Aliens. Seltsame Wesen leben in diesen Wäldern. Ja, auf zurück zu unserem wunderschönen Dorf. Ah, oh, das hat geschmerzt. Warte, ich muss den Zaun wieder umstellen. Ich hab den wieder... Der muss knallen. Tut mir leid, ich habe ein bisschen Kaffee getrunken. Ja, ich habe mit Alvin gesprochen. Also ich habe Funnyboy das Geld gebracht. Der hat mir 30 Münzen übrig gelassen quasi. Er ist mit dem Preis runtergegangen. Also habe ich aber gesagt, ich hätte den vollen Preis bezahlt und habe dadurch 30 Münzen eingespart. Und dann haben wir nochmal 2 Weizenkorn gekauft. Und jetzt sollen wir bis zur nächsten Jahreszeit warten. Also tun wir das. Wir bauen jetzt ein neues Häuschen. Da müssen wir nicht Huberta reintun. Ich brauche wieder ein eigenes Haus, weil sonst... Bendelt Huberta hier noch mit anderen an. Das wollen wir nicht. Wie das halt hier so passiert. So, okay. Wir haben Essen. Wir haben das. Wir haben Korn. Ich habe Dünger geholt. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt schon düngen sollen. Ich habe das Säckchen. Habe ich 6. 6 Säckchen. Dünger. Und dann... Aha. Düngen wir jetzt einfach mal. Ist doch egal. Wir gucken mal, was passiert. Echt? Das ist ein Dünger? Ist doch voll teuer. Oh Mann. Das schaffe ich aber nicht, das ganze Feld. Damals war das wenigstens noch schön billig. Du machst da einen Dünger ins Lager getan und schon war nur endlich da. Ich mache das erstmal selber. Ich will ja darin skillen. Also wir müssen auf jeden Fall noch mehr Dünger kaufen. Scheune! Da ist sie. Die war auf jeden Fall wichtig. Das müssen wir auch tun. Weil irgendwie können wir auch selber Dünger machen, glaube ich, über die Scheune. Muss ich das jetzt umpflügen? Hacke. Ja, aber noch nicht. Ist gedüngt. Ja, lass mal die Pferdeäpfel erstmal da. Wir bauen jetzt erstmal das Häuschen. Mein Häuschen und die Scheune. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn jetzt noch? Hammer ist kaputt natürlich. Ich habe auch keinen tollen Hammer gefunden gehabt bis jetzt, oder? Ein Stock. Zehn Stück, Entschuldigung. Oh, 10 Stücke. Wunderbar. Ich habe doch gesagt, ich will nicht in den Wald reinbauen, ne? Wie lange habe ich das eingehalten? Eine Folge? Höchstens. Wahrscheinlich gar nicht. Ich muss sagen, der Winter gefällt mir schon sehr gut. Noch wahrscheinlich. Bald nicht mehr. Ich weiß ja nicht. So. Wir brauchen für ein normales Häuschen 6 Holzstämme. Vielleicht haben wir jetzt wieder 6 Holzstämme. Ich glaube, mein Haus können wir einfach... Nee, da sollte der Brunnen hin, ne? Ich habe ja 2 Häuser abgerissen. Ja, ich musste ja meinen Spielstand retten. Machen wir 6 Stämmchen. So. Dann bauen wir mal... Aber wohin? Das ist jetzt die Frage. Wir können es wieder dahin packen. Ich kann es auch dahin bauen. Ich meine, immer so über den Fluss laufen. Das ist doch bestimmt ganz nett. Aber da könnte ich eher so einen Händler hinbauen. Obwohl, nee. Wenn es überhaupt geht. Nee, noch nicht. So. Machen wir so. Sieht auch ganz hübsch aus. Okay, alles klar. Machen wir erstmal die Holzstämme, oder? Ich gehe mal gerade was trinken. Habe ich noch irgendwelche Skills da drin eigentlich? Technologie? Nee, das war jetzt nicht das Ding, was ich sehen wollte. Und zwar, wir haben gar nichts. Nirgendwo. Gut, dann holen wir uns jetzt mal Stämmchen. Kommt her, meine Kleinen. Wie viel können wir tragen? 10?
Oh, das geht ohne Probleme. Sehr gut. Das können wir direkt auch schon sammeln. Okay. Also muss ich mal waschen. Ich glaube, ist bestimmt kalt, oder? Aber nehmen wir schönes Bad. Schön Wischiwaschi machen. Werner. Wo er im Krankenhaus liegt. Oh Mann, das habe ich das letzte Mal gesehen, da war ich ein Kind. Ich glaub, seitdem habe ich keinen Werner mehr gesehen. Ein paar Steine tun auch nie schlecht. Dinge, das müssten wir auch noch haben. Obwohl, ich habe doch bestimmt noch drüben Äste. Stock. Entschuldigung. Stock. Haben wir noch Stock? Ja, im Lager. Das Stocklager. Aber fleißig sind sie ja. Kann man nichts sagen, ne? Immer noch nicht das ganze Fleisch gebraten, was ich eigentlich machen wollte. So, Stöcke machen wir direkt irgendwie 50. Strom haben wir auch nochmal 50. Und bin ich jetzt schon überladen? Nee, oder? Holzstämme 7. Ach, das bisschen. Okay, zurück. Ja, cool. Noch einmal oder zweimal schlafen. Ich habe noch einmal. Dann haben wir Frühling und dann geht's los. Vielleicht gehe ich doch nochmal Dünger holen. Aber wir bauen erstmal die Scheune hier nach und dann sehen wir ja. Nein, ich kann das einfache Haus bauen. Es wäre doch eher was für mich. Aber ich wohne ja irgendwie nirgendwo. Überall. Es wird aber immer schneller, kann das sein? Oder ist es Einbildung? Wahrscheinlich eher Einbildung. Ah, ich finde es sehr gut, dass die Bewohner jetzt endlich mal besser farmen. Das war ja lächerlich. Also ganz am Anfang, das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich aufgehört habe. Die Bewohner haben echt nichts gemacht. Am Tag haben die einen Holzstamm gesammelt. Vielleicht. Ja, das war schon sehr schade. Ich meine, da bin ich ja quasi der Superheld neben den Bewohnern. Cool, dann haben wir das schon. Da können wir direkt Huberta hier einquartieren. Oh, Huberta. Huberti. Meine kleine Knospe. Verwalten Huberta. Immer noch Stimmung minus 7%. Aber wird besser, oder? Oder auch nicht. Entschuldigung. Häuser 2. Rezimir. Genau, Rezimir und... Leerer Slot bewohnen. Ach so, warte mal. Hä? Ah. Huberta, du hast kein Haus? Keine Sorge. Ach, das gilt nur. Ach, das ist ja blöd. Das ist Rezimis Haus. Also, das ist mein Haus. Da müssen wir jetzt noch eins bauen. Oh, warte mal. Wir können doch jetzt vielleicht das bessere Haus bauen. Ja, das machen wir. Dann kriegt Rezimir nämlich das schönere Haus. Warte mal, kann ich das rückgängig machen? Ich will da gar nicht wohnen. Wahrscheinlich geht das nicht. X geht nicht. Okay. Ich bin 18 und voll der Held. Habe ich noch Holzstämme? Ja, ne? Bestimmt. Jetzt haben wir 4. Na gut, dann gehen wir ein bisschen hacken. Jetzt wird es leider schon nachts. Ja, mal gucken, hier muss irgendwo die Scheune hin. Fall dahin, fall dahin! Nicht aufs Feld!
Ist doch gerade gedüngt. Dünger mal. Jetzt mit Pferdeäpfeln. Damit haben wir uns immer beworfen. Das waren echt gute Wurfgeschosse. Landkinder-Dinger, weißt du? Dorfkindergeschichten. Ja, Pferdeäpfel. So, pass auf, ich könnte mich ja so hinsetzen, dann wäre die Waschbütte noch drin, oder? Nee. Das mit der Waschbütte ist jetzt natürlich doof. Was ist denn dann noch im Weg? Ich könnte die Waschbütte auch mal wegmachen. Ginge das irgendwie? Nee, warte, was war mit dem Hammer? Und dann Modus und dann zerstören. Niemand braucht ein Waschzuber. Ist ja ekelhaft. Die Frage ist, ob wir dahinter nochmal Häuser bauen wollen. Das bedeutet schon, dass wir mal hier, obwohl das ist schon sehr... Wir können ja so machen. Aber eigentlich will ich doch lieber direkt mit der... Nee. Vielleicht will ich doch so machen. Weil wenn wir den allen doch irgendwie so ein bisschen Grundstück geben wollen... Na gut. Euch so ein bisschen Zaun würde ich ja schon gerne haben wollen, ne? Gegensatz zu denen da. Ist ja meins. Mein Land. Wir machen erstmal alles, dann können wir immer noch neues Zeug holen. Ich glaube, wir gehen pennen. Wir gehen pennen und dann... Oh, apropos, ich muss hier... Ich schlafe bei denen heute Abend. Ne? Es wird Hähnchen gehalten. Hubertas meine. How is life treating you? Geliebte, wie geht's dir, meine Schöne? Nein! Corona! Geh weg von ihm! Ich geh schnell schlafen. Och nö. Oh, Frühling. Neue Quest, Steuern zahlen. Aha. Tolle Quest. Na toll, es regnet schon wieder. Huberta, wo bist du? Ich bin in meinem Bett aufgewacht. How can I help you? Ich habe ja nichts mehr, tut mir leid. Ein Schreiber hat eine Reise getroffen und hat mir erklärt, dass sie die Tinte zum Schreiben herstellt. Das hatte ich schon immer gefragt. Anscheinend benutzen sie dafür Galläpfel. Ich bewundere deine Ehrlichkeit. Oh. Ich könnte deiner Stimme stundenlang zuhören. Singst du? Oh. Meine Schöne. Das ist das schönste Kleid, das ich im ganzen Tag gesehen habe. Bam. Oh Mann, ich bin der Beste. Oh, oh, das müsste schon reichen, oder? Steuern. Jedes Frühjahr musst du Steuern in den König zahlen. Das Geld wird vom Kastellan in Gastovia eingesammelt. Felder anlegst, erhöht sich die Summe. Oh! Oh, das ist natürlich doof. Okay, das ist noch alles da. Na toll, ich höre wieder gar nichts. Wir bauen erstmal das Haus. Und dann gucken wir mal. Verflucht nochmal. Der Frühling, ist der nicht schön? Kackwetter. Boah, ist eine Eiche. 1000 Jahre ist sie alt. Das beste Holz. Ah, hier ist leiser, aber nicht wirklich. So, 50 Stöcke. Stroh. Nimm auch mal alles. 24.
Oh. Nein! Ich hasse Regen. Ich glaube, ich muss nochmal Stroh sammeln gehen. Okay, wir brauchen noch viele Stämme. Aber ich gehe jetzt erstmal Stroh sammeln. Warum ist das denn auch so dunkel? Oh, hört's jetzt auf? Oder es liegt nur am Wald, das kann auch sein. Haben wir noch Pfeile? Warte, ich... Nicht, dass jetzt hier ein Wolf kommt, das wäre natürlich doof. Okay, das ist noch alles okay. Set ist noch alles okay. So, jetzt zurück. Jetzt habe ich mich gerade von meiner eigenen Stimme erschrocken. Hä? Ich dachte, ich bräuchte noch eine Ladung. Okay. Dann nicht. Boah. Meine Armohren, es geht wirklich nicht mehr. Das geht schon was besser. Äste haben wir auch dabei, das ist ja ganz gut. Immer am Anfang, also eigentlich zu wenig. 7 Stöcke pro Baum ist schon ziemlich erbärmlich. Yam yam hier, yam yam da.
noch mehr. Wir müssen meine Frau noch imponieren mit unserem Superhaus. Golddigger. Huberta. Ein neuer Begriff. Mehr. Bevor das Haus fertig ist, ist Huberta schon mit dem anderen verheiratet und haben 5 Kinder oder so. Oh yeah. So, liebe Huberta, das ist jetzt mein Haus. Aber ich will mich selber dann zuweisen. Das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Zuweisung verwalten. Was ist, wenn ich mich jetzt... Ach egal, dann bleiben wir halt, dann kommt jetzt Huberta hier rein. Hauptsache Huberta ist hier drin. Ich meine, Huberta. Hä? Ah, hier ist Huberta. Sehr gut. Jagd, was ist los? Jagdhütte, wahrscheinlich keine Messer mehr. Keine Messer mehr. Okay. Ich meine, wir haben ja zu essen. Wir können ihn auch erstmal Holz hacken lassen. Obwohl natürlich das ganz gut ist, wenn der Leder sammelt und so. Wenn das überhaupt möglich ist. Wir packen jetzt erstmal ein paar Messer da rein. Oh ja! Breitwegerig, wir sind wieder im Rennen. Wie gesagt, wir könnten das stundenlang machen, um richtig Asche zu schaufeln. Also ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit im Regen stehen und basteln, das reicht jetzt. Huberta, wie sieht's aus? Willst du mich jetzt heiraten? How can I help you? Goodbye. Sie muss erstmal nachdenken. Okay, dann denk erstmal nach. Ja, wir müssen schon ein paar Messer machen. Ich bräuchte ja noch mehr Saatgut oder Dünger. Aber erstmal, guck mal. Ja, die lassen wir drin. Das ist jetzt unser Pfeil- und Bogendingens. Messerchen. Mit 3 Stück sollte erstmal klarkommen. Ja, ich glaube, wir holen uns jetzt noch mehr Dünger. Weil ich sollte jetzt schon Zwiebeln säen. Aber ich würde das gerne alles zusammen säen.
ist doch jetzt Zwiebelsaison, oder? Lass mal kurz gucken. Feld. Achso, Plantage muss ich machen. Das geht nämlich immer ohne irgendwas. Ah, es geht nur nicht Roggenkorn. Alles andere funktioniert. Das ist ja lustig. Ah ne, da steht's doch. Frühling bis... Ja, lol. Ja, lol, ey. Ah, und hier ist... Dünger. Ja, dafür brauche ich die Scheune. Aus Verdorbenen. Ich könnte auch einfach Fleisch verderben lassen. Vielleicht sollte ich doch noch schnell die Scheune bauen. Ich könnte ja... Warte, ich gehe erstmal ins Lager. Trotzdem schon mal was anbauen. Es macht ja nichts. Wir bauen einfach querbeet an. Und dann wird halt irgendwas fertig und irgendwas nicht fertig. Wir machen jetzt erstmal ein paar Messer. Kann ich was trinken? Schön gemütlich machen hier. Jabba-Pose. Ein Stein, der ist fein. Oh nein. Wir bauen hier ein paar Messer, das ist fein. Oh nein, wie fein. Der Regen geht mir auf den Sack. Regen, jetzt mit Sack. Ja, dann graben wir jetzt das Zeug um, damit ich das halt schon mal anpflanze. Zwiebeln, wollte ich machen, ne? Ah, müsst ihr es mal holen? Ah, Stelle. Diese wunderschöne. 9 Verdorbenes. Wie gesagt, wir können auch das ganze Fleisch verderben lassen. Die brauchen wir jetzt mal, die Birnbäumlinge und Apfelbaumsetzlinge. Und, Zwiebelsamen. 20 Stück. Gehört nicht zur Quest, aber ist mir egal. Wetten, danach brauche ich die? Das wär's ja. Wachsen Zwiebeln nicht als Knolle? Setzt man da nicht eigentlich die Knolle wieder ans Dingens? Ach ja, Computerspiele. Wir alle kennen die Zwiebelsamen. So. Das Feld ist schon wieder weg, ne? Ich hab das doch hier hingesetzt. Ah, ne, da ist es. Guck. Ne, warte mal. Doch. Nicht gerodetes Feld. Forderlich Hacke. Ah. Was machen wir denn hier hin? Birnen?
Machen wir hier die Apfelbäume hin. Das Geile ist, man könnte auch... Guck mal, das sind auch alles... Ah, hier ein Apfelbaum, okay. Die wachsen bestimmt ewig. Können wir eine fette Apfelweinproduktion starten oder so? Sollen wir noch mehr machen? Ah, ich habe jetzt eigentlich noch andere Sachen zu tun, aber... Das ist halt blöd, dass die Felder alle irgendwie... Müssen die in eine Richtung gehen. Was habe ich getan? Die Quest wurde auf einmal gemacht. Errichte Gebäude, Scheune, Brunnen, Werkstatt. Lol. War das egal, von was ich hier irgendwas anpflanze wahrscheinlich, oder? So muss das sein. Das ist Fangen. Ungepflügt. Ist doch gepflügt. Ah nein, habe ich jetzt ein Feld gemacht? Nein! Ich verdamme dich! Aldemar! 1, 2, 3, 4. Oder ist es wieder 6? Ich habe keine Ahnung. Drei. Okay. Ja, dann. Wir müssen mit Alvin sprechen und mit Unighost auch. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss mal gerade mein Inventar aufräumen. Dann gehen wir mal auf den Weg zur Stadt, machen noch ein paar Messer. Und ich weiß halt nicht, was wir als Steuer bezahlen sollen. Die Holzhacke kann ich verkaufen, den Holzhammer auch. 36 Fleisch, das können wir verkaufen. Das lassen wir alles mal hier. Ich weiß, falscher Tornister. Ach nee, komm, ich fange das jetzt nicht an. Ich fange das jetzt nicht an, mit Faulheit irgendwo Zeug reinzuballern. Aus Faulheit. Das bleibt jetzt auch mal gerade hier. Das. Ich bräuchte, wie gesagt, ein Pferd, einen Karren. Eigentlich müssen wir jetzt eine Scheune bauen. Aber ich muss auch mit Unigos sprechen. Aber und. Ja. 6. 200 Birnbaumsetzling, nicht schlecht. Aber eigentlich Peanuts im Vergleich zu, wenn wir einfach Steinsachen machen. Wir müssen jetzt die Scheune bauen. Wir haben keine andere Wahl. Zehn Holzstämme. Ja, das wird was. Aber erst leider, erst nächste Folge, liebe Leute. Es tut mir leid, aber ich muss hier aufhören. Also bis zur nächsten Folge. Medieval Dynasty. Oh Gott, ist das laut. Bis dahin, wie immer. Haut rein.